Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort, wieder mit Makondo. Ja, und mit Mulenia. Ja. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Heute ist der 1. Der 1. Mai. Der 1. Mai. Tag der Arbeit. Genau. Und wir haben frei. Ja, das ist wunderbar, oder? Das finde ich klasse. Also, mehr oder weniger frei, ne? Ja, der 2. Sonntag diese Woche. Der 2. Sonntag, ja. Eigentlich ist es der 1. Der erste Sonntag sozusagen. Der 2. kommt erst. Der kommt erst noch am Sonntag. Genau, so sieht's aus. Manchmal bist du wirr, weißt du das? Du bist wirr. Nein, du bist wirr. Du bist wirr. Du bist viel wirrer als ich. Du bist wirrerer. Nee, du bist viel wirrerer. Du bist wirrerer. Immer einmal mehr wie du. Immer einmal mehr wie du, plus unendlich. Immer einmal mehr wie du, plus unendlich, plus eins. So, jetzt geht's los. Okay, wir wollen zur Messe. Ja. Heute hat die Messe geöffnet. Jawohl, haben wir ja gestern gelesen. Geöffnet. Geöffnet, ja. Geöffnet. Willst du laufen? Ja, ich laufe. Gut, dann laufen wir. Achso, ich habe... Achso, das meinst du? Wir können uns auch porten, also das ist mir egal, wie du möchtest. Ja, wir können auch laufen, Beamen. Das ist mir egal. Wie du möchtest. Hörst du mal auf damit jetzt? Was denn? Du weißt genau was. Hast du denn schon alles gesehen, meine ganzen Neuerungen? Ja, wieso? Du hast doch... Was denn für noch für Neuerungen? Na, ich hab doch die Welt schön gemacht. Ja, ich hab vieles schon gesehen, ja. Ja, aber vieles auch noch nicht. Vieles auch noch nicht. Das Pilzdorf habe ich schon gesehen. Ach, das hast du schon fertig gesehen? Das habe ich schon offscreen gesehen. Offscreen? Offscreen. Hast du schon meine tollen Straßenschilder gesehen? Ja, die hast du mir auch schon gezeigt. Hast du schon meine mega coolen Infoschilder gesehen? Die habe ich so noch nicht gesehen. Das ist cool, oder? Das ist cool, ja. Ja. Fand ich auch. Also ich habe diesen Kopf ja gehabt für die Info. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie, der wird sich sowas von gut machen. Und ich finde auch diese Schwebende finde ich total genial. Mhm. Mir richtig gut gefallen. Ja, sehr schön. Da steht jetzt auch drauf, wo du hingehen musst. Da steht aber nichts von Messe. Die Messe ist doch in Oakville. Ach so. Malkondo. Mulenia. Hui. So, wo sind wir hier? Wir sind am Resort. Ja, also immer noch die Straße. Am Resort. Da ist der U-Bahnhof. Der U-Bahnhof. Da hat sich auch noch nicht so viel verändert. Jetzt wieder ein Infoschild. Also die findet man jetzt überall in ganz Animalia. Also eigentlich im Moment nur die paar, die wir jetzt gerade sehen. Denn ich habe die noch gar nicht fertig. Also ganz Animalia fände ich auch ziemlich schwierig, wenn man sich überlegt, wie groß dieses Animalia ist. Ja. Also da hättest du einiges, also Milliarden von Schildern müsstest du ja machen. Ja. Millionen Milliarden. Ja, die werden vielleicht auch irgendwann Millionen Milliarden. Okay. So, hier geht's zum Pilzdorf, aber da brauchst du ja nicht hin. Nee, das kenne ich jetzt ja schon. Ah. Was? Ah, es gibt ja noch eine neue oben. Ah. Die du ja noch nicht gesehen hast, also ich glaube noch nicht wirklich erlebt hast. Lauf mal vor. Oh, Oakville. Genau. Zack. Ich habe jetzt auch den Output der Kommandoblöcke ausgeschaltet, sprich, man kriegt im Chat nicht permanent den Output der Kommandoblöcke angezeigt. Okay. Das ist als OP ein bisschen nervig. Mhm, ja. So, jetzt sind wir in Oakville. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Ja. Oder soll ich erst noch wieder irgendwas gucken? Nö, brauchst du nicht gucken. Gut. Also, ich glaube, hier hast du alles gesehen, weitestgehend. Ich glaube auch. Ja. Bis auf die Gartenmesse, da steht dran, 1.5. bis 30.6. Ah, cool. Die ist jetzt ab heute geöffnet. Da können wir also rein. Oh, guten Tag. Hallo, hallo. Ah, hier hallo, ist aber guten vornehm. Tag. Ist aber vornehm hier. Ich gib's Essen. Ich bleib hier. Hey, du kannst mich doch nicht einfach runterschubsen. Doch, kann ich. Hast du doch gesehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist nicht ganz sozial von dir. Also ich bleib jetzt hier und unterhalte mich mit dem netten Mann hier. Das ist bei mir eine nette Frau. Ja. Ja, genau. Guten Tag. Ja, ja. Ganz deiner Meinung. Absolut, ja. Mhm. Hallo? Die hat ja ein Muttermal bei mir. Ja? Ja. Ah, schön. Okay, ist ja interessant. So, ich gehe da mal. Direkt am Mund, also unterm Mund. So, ja. Irgendwie. Hier haben wir ist mir noch nie Bücher. Aufgefallen. Da kann man sich nochmal einen Messeplan nehmen. Aha. Könnte man zumindest, wenn man wollte. Okay. Ich will aber nicht, wir haben ja einen zu Hause. Ja, wir haben den ja zugeschickt bekommen. So, hier gibt es jetzt auch Klos. Oh, endlich. Einmal für die Damen. Endlich.
Einmal für die Herren. Da ist dann auch gleich der Toilettendeckel hochgeklappt, das ist ganz wichtig. Genau, genau. Ja. Ja. Genau. Problematik kennen wir ja. Das Wasser lassen wir nach oben fließen. Ich meine, das ist ja immer das wichtig. Das ist hygienischer. Ja. Ne, wenn dir das gleich so direkt ins Gesicht spritzt. Ja, richtig. Das ist, weil man ja auch, wenn man auf Toilette ist, benutzt man ja immer das Gesicht. Ja, ja. Also es gibt ja auf manchen öffentlichen Toiletten gibt es ja so ganz tolle Waschbecken und Wasserhähne. Mir ist das mal passiert, ich war auf einer Raststätte, ich weiß nicht, war ich vielleicht 15, 16 und wir waren halt im Urlaub und waren halt unterwegs und wollten zu einem Markt. Mhm. Naja, und ja, ich natürlich aufs Klo, wollte mir die Hände waschen und mach diesen Wasserhahn an. Und so einen, wo man drauf drückt? Das war ein Hebel. Ah, okay. Okay. Ich mach den auf irgendwie und da kam ein Druck aus diesem Wasserdings raus und das Waschbecken darunter war so blöd, ich war patschnass, das hat mich alles, ich war ne, richtig so paff. Ja, habe ich alles ins Gesicht gekriegt und von Bauch und ja, ich sah aus, ein toller Marktbesuch. Ich kenne das aus aktuellem Anlass sogar. Ja, echt? Ja, wir haben bei dem Kieferorthopäden der Kinder gibt es ja nun auch Toiletten. Ja. Und die haben das da nämlich ganz ähnlich. Als ich das erste Mal da auf der Toilette war und du den Wasserhahn aufmachst, auch wieder, dann spritzt das rum und das sieht halt aus, als hättest du dir eine Hose gemacht, weil du hast diese ganzen Sprenkel auf der Hose dann. Ja, toll. Das ist ganz toll. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch keine Jeans anhat, sondern so eine helle Hose, so eine helle Stoffhose. Wo man das dann alles sieht. Ja, das ist natürlich ganz hervorragend. Jetzt inzwischen, wenn ich da mal auf die Toilette gehe, irgendwie mache ich diesen Wasserhahn so ganz langsam auf und sofort spritzt das da raus, wie blöde. Das ist also ganz übel eingestellt. Ja, wer kennt's nicht? Ja. So, dann wollen wir mal hier schauen. Guten Tag, Herr, wer auch immer. Der verkauft was? Blumen. Der verkauft Blumen. Oh ja. Ja. Für einen Pecunia pro Stück, oder wie? Genau. Aha. So. Nee, pro drei Stück. Also genau, mitunter. Drei Stück, genau, die großen ein. Mhm, ja, also ganz normale Preise kriegst du in jedem Blumenladen auch. Also irgendwie sind's auch nichts Besonderes, hä? Ja. Vielleicht kommt da nochmal was Besonderes rein. So, dann haben wir hier einen, der verkauft Schmetterlinge, Libellen und Schnecken. Cool. Also kosten alles 80, sehe ich das richtig? Genau. 80 Pecunias. 80 Pecunias. Eine Schnecke, 80 Pecunias. Ja, sind ja schon ein bisschen was Besonderes, ne? Also man sieht ja hier auch irgendwie, ach, ich finde diese Schnecken so goldig. Wo sind die denn? Da ist die gelbe. Ja. Ja, eine rote, kann das sein? Genau. Und da hinten kriege ich gerade eine grüne rum und da oben eine rote. Oh, sind die nicht süß? Ach, ich finde die so zum Fressen. Und ihre Schnecken, das ist... nicht essen. Nee, nicht essen. Man darf keine Schnecken essen. Nein, ich weiß. Sag ich ja, nicht essen. Man darf keine Schnecken essen. Man darf keine Tiere essen, die man lieb hat. Nein, ich sag ja, nicht essen. Nein, Schnecken darf man nicht essen. Das geht nicht. Pfui, Deibel. So, Schluss jetzt damit. So, dann haben wir oben noch. Ja, wie immer. Hui. Hier einmal Vogelhäuser und ein paar andere Vogelhäuser. Vielleicht können wir mal schauen, dass wir da noch mal ein paar ins Resort hängen. Und hier haben wir einen Teichfuzzi. Und gut, der verkauft einen Schneckenkopf und einen Frosch. Und einen Goldfisch, einen Paletten-Doktorfisch. Ich glaube, ich kürze das irgendwann mal einen Doktorfisch ab. Jeder weiß doch, dass das Dory ist. Mhm. Und einen Clownfisch. Ja. Also genau. Auch ein Nemo. Also hier kann man auch gucken. Hier sind die Fische drinne. Na, hier haben wir die Clownfische. Da darfst du nur nicht reinspringen, ne? Das ist verboten. Ja, ich gehe da ja gar nicht rein. Und da sind halt die Fische drinne. Und die können wir dann mal holen und zu Hause schön den Teich machen. Ich habe mir gedacht, mir überlegt, du kannst ja mal mitkommen, folg mir mal bitte. Ich würde gerne noch einen weiten Weg hinter uns bringen. Dann können wir schon mal loslaufen. Denn es wurde sich gewünscht, dass wir mal alle NPCs, die ich eingefügt habe, zeige. Mhm. Laufen wir einfach mal rum. Ja, machen wir, kein Problem. Ich habe mir überlegt, dass wir im Garten ein Teil Terrasse, Grillen, Luxus machen mit Teich, also mit Pool und sowas. Mhm. Und ein Teil ein bisschen wild lassen, beziehungsweise natürlich lassen und da einen geilen Teich und so reinmachen. So richtig cooles Ding irgendwie mit hochgewachsenem Gras und also so ein richtig schönes kleines Biotop noch mit Schnecken und so. Okay. Gut. So, hier wohnt Whiskets. Gucken, ob sie zu Hause ist. Hallo, da ist sie, steht auf dem Tisch. Ah, tanzt auf dem Tisch. Ja, das ist ganz passend, wie ich finde.
Ja, absolut. Das ist, passt schon zu ihr. Ja, genau. Also da ist sie jetzt, ne? Eingezogen. Ja. Gegenüber haben wir noch jemanden. Ich komme hier nicht raus. Warum nicht? Ja, weil die Tür mich nicht rauslassen wollte. So eine blöde Tür. Hier ist The Titor zu Hause. Gucken, ob der da ist. Hallo? Wie, der hat die Tür Ne. offen gelassen. Hallo? 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 Jemand zu Hause? Ach, hier oben steht er. Ah. Guten Tag. Im Schlafzimmer. Das Einhorn. Genau. Haben wir wahrscheinlich gerade beim ins Bett gehen erwischt. Ja, wahrscheinlich. Okay, also, weiter geht's. Wir haben noch mehr. Ja. Da. So viele sind es eigentlich noch gar nicht. Weil es gab ja noch gar nicht so viele, die sich gemeldet haben und ihren NPC hier in Animalia haben wollten. Es gab zwar schon Anfragen für Leute, die noch, die nicht auf dem Server waren vorher, aber da fehlt dann ja das Haus. Da müssen wir ja noch mal gucken, wie wir das Wie wir das genau machen, wie regeln, wir ja. das regeln, ja. Genau. So, der nächste ist hinten eingefügt und das ist Thomas34MG. Ah, guck, da ist auch noch so ein Infoding, siehst du? Ah ja. Da habe ich auch so ein Infoding gemacht. Hier hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. So ein bisschen. Nur ein bisschen. Alles noch so, wie es war eigentlich. Ja. Die Kirche habe ich auch nicht wirklich angepasst. Da sind, glaube ich, jetzt ein paar Kerzen drinne statt Fackeln. Und das war es eigentlich auch. Passt ja auch besser in die Kirche, ne? Ja. So, da sind wir gleich am Haus. Gucken, ob er auch zu Hause ist. Hallo? Ah ja, der steht hier rum. Im Wohnzimmer. Ah ja. Der läuft einfach weg. Okay, Ja, auch also in Ordnung. wir gehen dann mal wieder. Also Thomas ist auch zu Hause. Alles klar. Willkommen wieder hier. Und jetzt gibt es dann noch Hä? einen anderen NPC und das ganz in Saminia, ganz hinten. Das heißt, wir müssen ganz schön laufen. Okay. Aber wir können ja mal einfach mal durch die Weltgeschichte rennen. Ach, ich finde das auch mal ganz nett. Ja, klar, so Hier kann habe ich auch ein man. bisschen umdekoriert. Was bei der Schafweide? Oder Ja. Richtung Schafweide? Genau, also nur die Hecken habe ich hier hingemacht. Ja. Ja, Hier ist stimmt, auch noch stimmt. mal. Hast du das gekriegt, das Oakville? Nein. Nein, weil jetzt kommen, weil wir zusammen durchgelaufen sind, ist @P und Naja, und du deswegen kriegst warst du das halt wahrscheinlich zuerst. nicht. Ja. Jetzt habe ich Saminia gekriegt. Ja, genau. War ich weit genug raus. Da muss man noch mal gucken, ob man das irgendwie ändern kann. Aber es ist ja nicht so schlimm. Finde ich auch. Schön, schön, dass es überhaupt angezeigt wird. Ja. So. Upp. Hier ist das Haus von Chefin Sata und Tapsi. Tapsi. Aber da ist keine NPCs eingefügt. Das kommt ja, wie gesagt, demnächst, dass ihr eure Häuser einschicken könnt und dann eure NPCs bekommt. Aber wie genau wir das machen, das ist mir momentan noch am Überlegen. Ja. Deswegen, das dauert noch ein bisschen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. So, Jetzt erstmal die Bilder. Bilder? Ja, die Bilder für die Tiere des Ach, Monats. genau. Die Bilder für die Tiere des Monats. Link in der Videobeschreibung. Fleißig malen. Ich freue mich da schon so drauf, wenn die ersten Bilder kommen. Ja, das ist total interessant. Also ich Ja. bin auch sehr gespannt, was da so für Kunstwerke rüberkommen. Ja. Ob Kunstwerke rüberkommen, ob da überhaupt Interesse dran besteht. Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. So, wir zeigen einfach mal alle Neuerungen, die ich gerade habe. Hier ist eine Brücke neu. Ich komme, ich komme, ich komme. Die führt zum Weizengrund Ach, und zur Veganerallee, ja. ne, wo die ganzen Ja. Tiergrundstücke waren. Hier haben Genau. wir das Vereinsheim, das ist ein bisschen umgebaut worden. Da gibt es jetzt auch einen Wirt, eine Ja. Wirtin bei mir. Und die verkauft dann Essen und so und Trinken. Aber kein Bier, gibt nur Energy Drinks. Hier haben wir einen Konferenzraum, ja. Ne? Ja. Also eigentlich mehr vom Fußballverein, ne? Entschuldige. Ja.
Und was Neues ist hier der Biergarten. Der ist neu. Der darf ja auch eigentlich nicht fehlen, ne, bei sowas. Ja, das ist. Die erwarten aber viel Besuch hier, muss ich sagen. Ja, das ist, ist gut besucht. Ist so eine Szene-Bar, ja. Genau. Ein Szene-Vereinsheim. Ja, also wenn die, wenn hier der SV Animalia ein Spiel hat, dann ist ganz Arminia und Oakville sind hier, ne? Also das lassen die Leute sich nicht nehmen. Also die ganzen vier Leute. Genau. Das Stadion war ja zu gewesen beim letzten Tag der offenen Tür, wegen Umbau geschlossen. Ja. Ist jetzt ist fertig geöffnet. Das heißt, beim nächsten Tag der offenen Tür. Genau. Kann man sich dann auch hier umgucken. Genau, da kann man sich auch einfach hier hinsetzen und dann das Spiel bestaunen. Oh ja, es ist also wirklich interessant heute. Ja, irgendwie. Sehr spannend vor allen Dingen. Also ich finde, es geht hin und her. Ja. So, dann gehen wir mal hier durch. Mir fällt gerade auf, ich habe da überhaupt gar keinen Durchgang gelassen für die Spieler. Aber die sind ja sportlich, die können einfach über den Zaun springen. So, hier sind dann die Trainer. Die sitzen dann hier ganz brav. Naja, eigentlich stehen die hier und schreien. Naja, genau, das ist ja immer. Werden dann immer auf die Bühne verwiesen. Genau. Und hier sind dann die Tribüne. Die, wie heißen die Auswechselspieler, ne? Ja. Ach ja, Millennium Fußball, das passt nicht. So, und hier unten haben wir Trainerbüro. Ja. Ja. Das gibt's immer in doppelter Ausführung. Also wir zeigen jetzt nur eine Seite, es wird sonst zu viel. Mhm. Hier haben wir Umkleidekabine. Ja. Hier haben wir Waschbecken. Ja. Duschen. Mit Wasser nach oben? Nee, mit Wasser nach unten. Wasser nach unten. Mhm. Oh, aufpassen. War nur heißes Wasser jetzt. Ui. Das ist. Und hier Klos. Wieder mit hochgeklappten Deckel, ja? Das ja, ist genau. Ganz wichtig. Also, ja, das war es eigentlich. Mehr gibt es hier unten gar nicht. Ja, reicht ja auch. Auf der anderen Seite sind dann die Dings, die hoch. Das machst du gerne, ne? Sind dann halt die andere, ist dann halt die andere Mannschaft untergebracht. Genau. Da hast du auch farblich getrennt, ja? Ja. Ja. Hier muss ich nur noch mal gucken, dass ich da noch mal irgendwie was mache, eine Tür oder so hier hin. Dass man da besser rumkommt. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. So, dann habe ich eigentlich gar nichts Neues mehr, was ich jetzt gerade so zeigen kann. Du wolltest noch irgendwelche NPCs zeigen. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Das sind die letzten, die wir jetzt noch haben. Mhm. So, da lang. Sehr anstrengend, ja. Ja, kleinen Moment mal eben. So, ich muss mal eben die Tür aufmachen, sonst der Kater zerkratzt das sonst. Mhm. Naja, die ganzen Kratzspuren an der Tür. Das wäre schlecht. Ja. Das hier habe ich auch schlecht. Ein bisschen die Straße verändert. Also die Rosen ja, an der Seite und die Mauern habe ich dahin gemacht. Das ist ein bisschen anders geworden. Die sind ja die ganz großen Grundstücke. Genau. Ja. Das ist auch, glaube ich, nur eins nicht bebaut. Ach, ich gehe in die andere Richtung. Das ist bei mir, die letzte Zeit flippt meine Maus ab und an um. Das ist ganz komisch. Sehr merkwürdig. Ja. So, da sind wir schon fast. In der Gärtnerei gibt es auch neue. Und zwar hier steht ein Blumenverkäufer, eine Blumenverkäuferin in dem Fall. Ja. Ah, und da kommt Thomas auch schon, Altchef des Ganzen. Mensch, der ist ja so schnell, der war schneller als wir. Ja, naja. Erst war er im Haus, jetzt ist er hier. Eben, der unterhält sich jetzt mit seiner Angestellten, aber ihn kann man auch ansprechen. Guten Tag. Und er verkauft dann Setzlinge und Blumenpötte. Ah, okay. Ne? Mhm. Genau. Das wurde sich von Thomas gewünscht, dass da auch ein NPC hinkommt. Und ihn haben wir dann nochmal, da gehen wir jetzt aber nicht hin, in Architektenbüro. Ach ja, da hat er ja, genau. Genau, und in seinem Haus. Okay. Was da hinten ist noch also steht, sehr, ist also sehr viel vertreten. Genau. So, und hier haben wir auch noch jemanden. Da müssen wir suchen, wo sie ist. Oben wahrscheinlich, sie ist eigentlich immer oben, wenn ich hier bin. Hallo? Da. Die Schnulli. Ach, aha, okay. Genau. Auch ein Einhorn. Ja.
Genau. Alles klar. Schnulli und ein Creeper. Ist auch da. Ein Creeperhorn. Ja. Oder ein Creeper. Genau. Ah, total cool. Ja, das war's auch schon an NPCs, was wir hier haben. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Ein bisschen was ist es schon. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr wird. Ja, dass das Ganze belebt wird. Genau, die Welt noch ein bisschen mehr beleben können. Okay, ja, hier sind noch neu gebaute Häuser von Emmy. Die zeigen wir jetzt aber nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück ins Resort. Wir porten uns. Okay. Einfach mal. Ich porte mich gleich mal zu dir. So. Du kannst zu mir kommen. Ja, genau. Sag ich ja, ich porte mich zu dir. Ach, jetzt haben wir so viel gezeigt, jetzt ist der Part schon wieder zu Ende und haben nichts gebaut. Ja. Tja. Ha, so kann's gehen. Egal, da haben wir im nächsten Part noch was zu tun. So sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part wieder. Also bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.